Beate Luber ist freie Journalistin aus Weiden in der Oberpfalz. Als sie im Juli von einer Demo für Grundrechte berichten wollte, wurde sie erst bedrängt, später attackiert. Dann kamen drei Leute auf mich zu, haben mich geschubst. Ich bin zurückgefallen. Und also so der Höhepunkt war, dass dann so 2 Dutzend Leute angefangen haben, gegen mich zu skandieren, Luber raus und Luber heim zu skandieren. Zudem wurde Luber von der Polizei aufgefordert, die Demo zu verlassen. Das zuständige Polizeipräsidium prüft derzeit, ob ein mögliches Fehlverhalten der Beamten vorliegt. Die Erfahrung von Beate Luber, kein Einzelfall. Laut einer Befragung der Uni Bielefeld, die heute im Bayerischen Landtag vorgestellt wurde, haben 60% der Medienschaffenden in Bayern selbst Hass und Angriffe erlebt. In der aktuellen Corona-Pandemie setzte sich zudem fort, was in der Flüchtlingskrise begonnen hat. 2015 hatten wir eine Hasswelle in Deutschland. Das ist dann etwas abgeebbt. Aber die Menschen, die damals beteiligt waren an diesem Hass, an diesen Angriffen, die menschenfeindliche Bilder verbreitet haben, die tauchen jetzt in der Corona-Zeit wieder auf und nun kommen noch neue Gruppen dazu. Die Organisation Hate Aid, die Journalistinnen und Journalisten nach entsprechenden Erlebnissen unterstützt, fordert von allen Medienunternehmen, sich klar hinter ihre Mitarbeiter zu stellen. Ja, und zugeschaltet ist mir nun meine Kollegin Anja Reschke, seit 20 Jahren das Gesicht von Panorama und Trägerin des Hans-Joachim-Friedrich-Preises 2018. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Reschke, wir haben ja die Zahlen aus Bayern gehört. Wie sieht das im gesamten Bundesgebiet aus? Was müssen Journalistinnen und Journalisten erleben? Naja, die Studie hat ja über 300 Medienschaffende befragt. Davon waren viele aus Bayern, aber grundsätzlich sind die Ergebnisse der Studie natürlich bundesweit zu sehen. Und danach haben 60% der Befragten mindestens einmal im Jahr Beleidigungen, Morddrohungen oder sogar Angriffe gegen sich selbst erlebt. Und 40% der Befragten mehrmals im Jahr. Und 16% der Befragten haben angegeben, auch schon körperlich angegriffen worden zu sein. Das heißt, man merkt schon deutlich, das ist jetzt kein bayerisches Problem, sondern das zieht sich über das ganze Bundesgebiet. Was sind das für Angriffe? Wie geht es da zur Sache? Naja, in der Regel geht es so vonstatten, dass man, also entweder, wenn es die körperlichen Angriffe sind, ist es ja meistens, wenn man berichtet von einer Demonstration, das haben wir gerade in dem Beitrag gesehen, dann wird man geschubst, bedrängt, die Kamera weggehalten oder solche Sachen. Und die Beleidigungen und Drohungen passieren in der Regel, nachdem man berichtet hat, also einen Beitrag gesendet hat. Dann beginnt es meistens im Netz, in den sozialen Netzwerken oder auch per Mail. Das fängt meistens langsam an und schwillt dann an zu einem ganzen Sturm von Beleidigungen, Bedrohungen, eben bis hin zu Morddrohungen. Man soll eingeschüchtert werden und das wird in deinem Umfeld rum recherchiert und du wirst persönlich angegriffen, vielleicht sogar noch aus dem privaten Umfeld. Und es hat dann irgendwann gar nicht mehr unbedingt was mit dem Thema zu tun, sondern es geht sehr stark gegen dich als Person. Haben Sie selbst solche Erfahrungen machen müssen? Ja, immer wieder. Also das hat ja bei mir auch angefangen oder ist massiv geworden 2015 nach meinem Tagesthemenkommentar, aber auch in der Berichterstattung von Panorama. Man kann ganz klar sagen, bei welchen Themen, das ergibt ja auch die Studie, bei welchen Themen man das immer wieder sehr stark erlebt. Das sind natürlich immer die Themen der Migration, wenn es um Geflüchtete geht, wenn es um die AfD geht, aber auch Themen wie Feminismus oder Genderdebatten, auch Klimaschutz. Jetzt zum Beispiel haben wir das auch wieder bei den Corona-Maßnahmen. Also es sind natürlich immer die Themen, die die Gesellschaft polarisieren. Und in dem Moment, wo du da berichtest, kannst du sicher sein, dass irgendwas los ist. Diese Angriffe, die kommen vor allem aus dem rechtsextremen Milieu. Haben Sie denn dafür eine Erklärung? Ich glaube, man darf einfach nicht unterschätzen, wie stark diese rechtsextremen Kräfte inzwischen sind in der Gesellschaft. Und das ist sehr wichtig, dass man das versteht, dass die Rechtsextremen ganz extrem gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gehen. Sie wollen ein anderes Deutschland, sie wollen ein anderes System, sie wollen ein Führerprinzip, sie wollen eine Autokratie, sie wollen keine Pressefreiheit, all diese Sachen. Und nachdem die Journalisten für demokratisch-freiheitliche Grundordnung natürlich stehen, sind sie Ziel dieser Angriffe. Ich glaube, es ist nur echt wichtig, dass die Gesellschaft versteht, dass es nicht darum geht, dass jetzt der eine mal schlecht berichtet hat oder dass man da mal einen Fehler gemacht hat, sondern dass tatsächlich ein Angriff gegen Journalisten ein Angriff gegen die Demokratie ist. Weil wenn wir keine freie Presse haben, gibt es auch keine Demokratie. Wie sieht das denn mit der Strafverfolgung aus? Was haben Sie da selbst erlebt? Wie erfolgreich sind denn da die Behörden?
Ja, das ist ein schwieriges Feld. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Justiz inzwischen mehr verstanden hat, dass das, was sich im Netz abspielt, auch wirklich genauso als Beleidigung einzustufen ist, wie das, was dir jemand persönlich entgegenbringt. Und dass jetzt die Strafverfolgung schon mehr an Fahrt gewonnen hat. Nur die Nachverfolgung ist wirklich schwierig. Also wenn ich überlege, wie viele Anzeigen ich schon gemacht habe, auch gegen Morddrohungen und so weiter, und wie wenig dann letztendlich dabei rauskommt, ist das natürlich so ein bisschen frustrierend. Und das ist ja eine solche, darf man auch nicht vergessen, eine solche Masse und eine solche Fülle an Beleidigungen und Bedrohungen, dass die Justiz natürlich da auch kaum hinterherkommt. Bei Hate Speech weiß man, dass die Täter ältere weiße Männer sind, die ansonsten relativ unauffällig sind. Sind Sie mit solchen Menschen überhaupt mal ins Gespräch gekommen? Also ich weiß jetzt nicht, ob die Studie hat es jetzt so nicht hergegeben, dass es ältere weiße Männer sind. Jetzt so rein aus persönlichem Erfahrungsschatz ist es natürlich tatsächlich oft eher Männer, die einen angreifen, also verbal angreifen. Und ja, ich habe oft mit denen auch geschrieben oder vielleicht auch mal sogar telefoniert. In der Regel ist es aber so, also es gibt Fälle, wo man sagt, ah Mensch und so, und ist es jetzt notwendig, dass du mich so beleidigst? Du kannst ja einer anderen Meinung sein, aber musst du mich jetzt gleich so angreifen? Nur das, womit wir es hier zu tun haben, und ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, sind sehr konzertierte Kampagnen, die von ganz bestimmten Multiplikatoren angetriggert sind und die dann ganze, ich würde sagen, Armeen von Hatern hinterherziehen, die sich oft gar nicht mit der Sache beschäftigen, über die du berichtet hast, sondern die einfach nur zum Beispiel bei uns gegen das öffentlich-rechtliche System wettern oder das zerstören wollen und den Diskurs zerstören wollen. Deswegen hat man da gar keinen Zugriff mehr auf sozusagen einen echten Diskurs und einen Meinungsaustausch. Danke für das Gespräch. Anja Reschke war das. Dankeschön. Gerne.